Meine lieben Freunde der wollüstig und zufrieden zurückblickenden Unterhaltung, wir haben die letzten Monate, Wochen und Tage konsumiert, konsumiert, konsumiert. Und wer jetzt denkt, wir reden hier vom Satansspinat oder von irgendwelchen anderen bewusstseinserweiterten Substanzen, der liegt falsch. Willi, was haben wir konsumiert? Und grüß dich erstmal. Wie geht's dir? Na, wie geht's dir? Schönen guten Tag. Guten Tag. Wir haben konsumiert ganz, ganz viele tolle Sachen. Und zwar Interior-Kram, Möbel slash Accessoires slash Interior einfach. Genau. Richtig. Und das macht nämlich ganz doll Spaß und ist sehr erfrischend im Vergleich zu dem üblichen Modekram, den wir sonst machen. Genau, eine Sache bleibt gleich. Auf einem extrem hohen Niveau geballt. Was? Ja. Genau. Ja, es wird die eine oder andere Sache geshoppt. Und ich habe eine kleine Übersicht mir hier erstellt, mein Freund, was so in letzter Zeit reingewandert ist bei uns. Und es gab eine Anschaffung, die ist deckungsgleich bei uns im Bereich vom Storage. Mein Freund, was gab es bei dir? USM, modulare Regalsysteme von USM. Kennt der ein oder andere sicherlich, ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Interior-Brands überhaupt, zumindest im deutschsprachigen Raum. Ich weiß nicht, wie es außerhalb von Deutschland oder was auch immer ist. Aber die machen richtig gutes Zeug, sind bekannt vor allem aus Praxen. Ich glaube, es ging ursprünglich auch so ein bisschen im Büroraum ist, los. Ja. Ne? Das sind ja eigentlich Büromöbel, wenn man es so will. Wurden natürlich aber auch seit Jahren zelebriert in privaten Haushalten. Für Designästheten was ganz Tolles, dadurch, dass sie eben immer erweiterbar sind, was sehr nice ist. Und der gute Vincent und auch ich haben vor kurzem beide erst was Schönes von USM geshoppt. Was hast du geshoppt, Vincent? Bei mir gab es ein 2x2 Regal in offen, in diesem Grün, Forest Green oder wie das auch immer heißt. Eine sehr schöne Farbe. Welche Farben hattest du? Auch grün, aber ich glaube, das ist eher so ein Froschgrün hier, so ein knalliges Grün. Ja. Und ich habe noch ein beiges Regal. Also ich habe zwei Systeme sozusagen. Da habe ich eine Kooperation mit Smoke gehabt, Schauder an dieser Stelle. Die habe ich mir einmal fürs Wohnzimmer und einmal fürs Arbeitszimmer in meiner privaten Wohnung zusammengestellt. Die sind ein bisschen größer als die von Vincent, aber verständlicherweise auch. Ist immer eine Frage des Preises, weil diese Größe, in meinem Fall die zwei Regale, waren glaube ich bei einem Wert von 5k neu, was schon krass ist. Aber man bekommt natürlich auch Qualitäten. Das Geile ist, es kommt halt auch jemand von USM und baut dir die auf. Ja. Und was ich auch nicht wusste ist, wenn du die irgendwann mal wieder abbauen willst, zum Beispiel wenn du umziehst oder was auch immer, kannst bzw. solltest du die auch von USM-Leuten wieder abbauen lassen, weil die so speziell verschraubt sind, keine Ahnung, whatever, ich glaube auch so ein Garantieding. Ganz spannende Geschichte, zeitloses Design, großer Fan, viel Platz, viele Möglichkeiten, die zu konfigurieren. Schaut euch da auf jeden Fall mal durch, kann ich absolut jedem empfehlen. Und auch sehr wertstabil, also man kriegt viel gebraucht bei eBay Kleinanzeigen oder bei diversen Vintage-Händlern. Muss ich da auch nicht allzu große Sorgen machen, dass das Fakes sind. Also es gibt viele so Lookalike-Repliken, unter anderem von, ich glaube, ist es Esprit? Nee, Chibo. Chibo, ja, das hat man genau. Aber das sieht man aber sofort und für die Leute, die sagen, okay, man spart da jetzt einfach mal hin, gönnt sich das zum Abschluss oder so, weil das ja wirklich so ein Ding ist, das ist lifelong, hast du das bei dir zu Hause stehen, dann kann man da auch mal den Neupreis in die Hand nehmen und weiß aber auch, man verliert, je nachdem wie groß das Ding ist, irgendwas zwischen 200 bis maximal 500 Euro, was natürlich auch viel Geld ist, gar keine Frage, aber immer noch relativ stabil. Willi, ich entführe dich in die Welt des Lichts und der Leuchten, diesmal habe ich es richtig gesagt, du hast dir einen kleinen Traum erfüllt, von mir auch. Und zwar gab es eine kleine Hängeleuchte bei dir. Hängeleuchte, genau. Auch gar nicht so lange her. Und zwar hatten wir eigentlich damals in dem Leuchtenvideo auch darüber geredet. Ja, ne? Hatten wir, ja. Das hieß übrigens damals noch Lampenvideo. Das habe ich nochmal bearbeitet, nachträglich. Ach, peinlich ist es. Genau, ich habe mir eine PA5 Mini gegönnt von Louis Poulsen. Poulsen ist Poulsen, richtig, ja. Genau. Und ja, ich habe das damals noch nicht so gegriffen, wo wir das erste Video über Leuchten gemacht haben, aber habe dafür eine krasse Liebe entwickelt. Ich mag einfach den Shape, ich mag die Form. Auch sehr, sehr zeitlos, sehr, sehr elegant. Gibt es mittlerweile auch in vielen verschiedenen Farben. Ich habe so eine Monochrom-Edition, die ist so leicht peachig. Also auch ein bisschen was mit Farbe, was ich persönlich immer schön finde.
Und die habe ich mir gegönnt und die hängt jetzt allerdings noch nicht in der Wohnung, sondern die kommt dann erst in der neuen Wohnung zur Geltung, weil jetzt passt es noch nicht so richtig ins Farbkonzept. Ja, verstehe ich. Hier auch wieder das Ding, ich glaube, bei dir gab es ja dann die neue Variante, also genau. Ein neues Objekt, auch sehr, sehr geil. Ich habe es schon im Leuchtvideo auch gesagt, eine Sache, die man auf jeden Fall auch gebraucht auschecken sollte. Da muss man allerdings wieder ein bisschen vorsichtiger sein, weil das Netz ist voll mit Repliken davon. Ich kenne leider mich auch zu wenig aus, um jetzt hier einen Quick Guide zu geben, wie man das Ding legit checkt. Nur nochmal der kleine Hinweis, was das so besonders macht, sind ja bei der PH5 diese 5 Ringe und dass das Licht eben so gebrochen wird, dass es keinen Winkel gibt, wo du reinschaust, dass es dich in irgendeiner Art und Weise blendet, sondern es wird so sehr gleichmäßig verteilt, ja. Was natürlich extrem nice ist. Und früher oder später ist das ein Ding, was bei mir auf jeden Fall auch in der Wohnung landen wird. Preislich auch relativ happig, wenn man sie neu kauft. Ich glaube, die Mini kostet so um die 900 und die normale, ich glaube auch... Nee, die kostet tatsächlich, die normale hat 690 so, gekostet, okay. Und ich habe vorhin geschaut und Inflation kickt rein. Wir liegen mittlerweile bei 735 Euro, also die ist schon nochmal ordentlich im... Wir reden halt trotzdem von der Leuchte, von daher ist es trotzdem viel Geld, ne? Also muss man natürlich wollen, aber auch hier, ähnlich wie bei USM, zeitlos, qualitativ, absolut on point. Ich habe meine ausgepackt damals, da waren sogar so Samthandschuhe dabei, damit du das Ding halt nicht zerkratzt mit deinen Fingern oder Ringen oder was auch immer. Also sehr hochwertig und das ist schon eine kleine Experience auf jeden Fall, auch so ein Ding auszupacken. Bei mir gab es auch eine kleine Leuchte und zwar eine Tischleuchte, habe ich geschenkt bekommen. Shoutouts hier an der Stelle zu Weihnachten an meinen lieben Kumpel Evgeni und zwar von Cartell, diese Take-Tischleuchte. Ich weiß nicht, hast du bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Na klar. Die Dinger? Na klar, die kennt man doch. Und hier in eine ganz andere Richtung tatsächlich, kriegt man für unter 100 Euro neu. Und wenn man auf eBay welche findet, dann wirklich teilweise hinterhergeschmissen für 20 Euro oder so. Also wirklich ein gutes Entry-Level-Ding. Cartell sehr stabil, hat eben diese komplett aus Plastik gefertigten, einmal gegossenen Dinger. Geht mir gut rein. Ja, sieht sehr schick aus. Voll. Das ist auch ein Design-Klassiker in meinen Augen. Bei mir gab es jetzt vor kurzem auch noch eine Stehleuchte und zwar von Engelpois. Mhm. Kennt ihr ja vielleicht, das sind die so ein bisschen diese Büro-Schreibtischlampen-Vibes haben. Auch legendär und Brandy schon lange am Markt ist, so rum. Und die haben ja auch schon seit mehreren Jahren eine Kooperation mit Paul Smith, Designer seines Zeichens, auch Klamotten natürlich. Das ist das mit dem kleinen Äffchen. Kennst du das noch? Ja, klar, natürlich. Genau, und die haben schon einige Leuchten zusammen rausgebracht. Und ich habe mir da jetzt eine Stehleuchte aus der 4. Edition geholt. Die hat eine schöne Größe, ich glaube, die ist ungefähr so roundabout einen Meter hoch. Ist halt auch mit dem Winkel verstellbar, ist ganz geil. Ist leider nicht dimmbar, was ich ein bisschen nervig finde bei solchen Dingern immer, gerade wenn es im Wohnzimmer ist. Mhm. Aber dafür gibt es ja Gott sei Dank, kleiner Pro-Tipp für die, die es nicht kennen, Huey von Philips, so Leuchtmittel, also so Birnen und so ein Zeug. Die kannst du dann über die App steuern und kannst die dann auch praktisch dimmen. Sehr, 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 sehr nice auf jeden Fall. Smart Move auf jeden Fall. Genau. Also wirklich, müsste ich auch mal mehr drauf zurückgreifen auf so Sachen. Und das Letzte, und das haben wir tatsächlich noch gar nicht und hast du auch tatsächlich noch gar nicht, aber das ist ja so ein bisschen so ein 2-in-1-Ding, da reibe ich mir die Hände, ist in der Pipe und wird zeitnah umgesetzt im Bereich der Sitzmöbel. Willi. Ja. Was kommt da auf uns zu? Ihr ahnt es vielleicht schon und wir haben uns jetzt auch vom Hype leiten lassen. Und zwar kommt bei uns ein Togo-Set ins Büro hier. Vince und ich beziehen hier noch einen Büroraum bei uns im Office. Und dafür brauchen wir natürlich richtig coole, hippe, Hype-East-Interior-Sachen. Und dazu zählt zum Beispiel auch so ein Togo-Set. Nee, Spaß beiseite. Also ich wollte mir schon länger eins holen und habe jetzt das Glück, ein gutes Angebot bekommen zu haben für ein Set bestehend aus einem Zweisitzer, einem Dreisitzer und einem Eckteil in einem dunklen Grau, so ein bisschen anthrazitmäßig, ist gebraucht dementsprechend. Und ich bin todesglücklich, dass das, also wir sind beide super hyped drauf, weil das einfach wirklich, das Angebot war super. Zeige ich euch dann alles auch nochmal auf Instagram und Co. Oder wenn das Zeug dann da ist, können wir ja nochmal ein Video machen oder sonst irgendwas. Ja, es ist sicherlich mittlerweile fast schon ein bisschen ausgelutscht in diesem Bereich. Und ja, Leute, Profis aus dem Interior-Bereich werden das mittlerweile wahrscheinlich auch so ein bisschen belächeln. Ist mir aber ehrlich gesagt relativ egal, weil ich die Dinge einfach nice finde. Und gerade im Kontext hier im Büro mit diesen Betonböden, mit dieser Betonoptik, mit diesem großen, hohen Raum, hohen Räumen, macht das einfach so einen geilen Eindruck, denke ich mal. Und die wird uns jetzt demnächst in den nächsten ein, zwei Wochen angeliefert. Wir sind sehr gespannt drauf und deswegen
Voll nice, voll nice. Und da auch nochmal der Hinweis, jetzt wie bei den letzten Sachen auch, ey, unbedingt gucken, was es auf dem Zweitmarkt da gibt. Ja. Also die neu zu kaufen, dieses komplette Set neu, wir haben es vorhin mal irgendwie so grob überschlagen, hätte glaube ich 12 Scheine gekostet, ja. Was total... Völlig absurd. Also völlig absurd, es ist leider so, dass Sitzmöglichkeiten einfach extrem teuer sind und da ist ja sogar Togo noch oder Ligny Rosé an sich eher am Lower End, sag ich mal. Da kannst du ja gottlos viel Geld lassen. Aber du kriegst es einfach so viel günstiger. Ja. Und so hochwertige Sitzmöbel mit so ein bisschen Patina, wenn man die gebraucht kauft, gibt dem Ganzen auch noch mal ein bisschen mehr Charakter. Voll. Also es gibt auch einfach echt so Teile, wo ich zum Beispiel der Lounge Chair von Vitra ist so ein Ding, wo ich sage, der muss auch 3, 4, 5 Jahre eingesessen werden. Ja. Und so ein bisschen so diesen... Um seinen Charme richtig zu entfalten. So die Sitzkuhle neue, muss gebildet werden. Sitzkuhle des Leder muss so ein bisschen crazy sein. Da muss der ein oder andere die Schramme da im Walnussholz und so. Das ist schon. Schön hier mit der Jeans, also mit diesen Knöpfen hinten an den Po-Taschen. Genau. Ja. Schön rein und dann so beim Aufstehen so lang ratzen, dass dann so ein richtiger Stream drauf ist. So, so wird ein Schuh draus. Ähnlich wie bei Sneakern. Das ist ja auch meine Philosophie, dass ich sage, so komplett saubere Schuhe ist nicht mein Vibe. Auch weil Vince das jetzt in dem Fall, obwohl es vorher perfekt gesagt hat, vergessen hat. Togo Couch, wisst ihr vielleicht auch selbst, ist wahrscheinlich mit das Piece, irgendwie was mit am meisten repliegt wird, sage ich mal, wo es die meisten Nachahmungen gibt, neben den Eames Chairs. Ne? Ich meine, die kennt ja auch jeder. Ja. Ich weiß, es ist super schwierig und beziehungsweise auf der anderen Seite relativ einfach zu sagen, man geht auf eine günstige Variante. Ich persönlich würde das bei der Couch nicht machen, weil das einfach, ich finde diese Replikas sehen einfach nicht so schön aus. Mhm. Das heißt, dann lieber sagen, okay, ich versuche drauf zu sparen, wenn es in irgendeiner Form möglich ist, oder es dann lieber sein lassen. Weil in dem Fall, ich habe schon einige Replikas gehabt in meinem Leben, bevor ich mich ein bisschen mit dem Thema Interior auseinandergesetzt habe. Es war in 9 von 10 Fällen immer so, dass die Qualität einfach so bescheiden war, dass nicht mal ein Viertel oder ein Bruchteil der Halbwertszeit von einem Original gewährleistet wird. Deswegen würde ich es einfach lieber lassen. Voll. Und gerade bei so einem Design, das ist ja einem gebogenen Ofenrohr nachempfunden. Tatsächlich habe ich immer mal nachgelesen. Und es ist ja so sehr knautschig und gedrungen. Ja. Und wenn man dann einen Replik kauft und der schlecht altert, dann hast du wirklich einfach nur noch so einen Riesenhaufen Scheiße bei dir zu Hause im Wohnzimmer stehen. Und ich glaube, das will man wirklich vermeiden. Deswegen bin ich da komplett bei Willi. Schönes Abschlusswort. Das war's aber wirklich, unsere kleine konsumverherrlichende Unterhaltung hier. Es wird in Zukunft wahrscheinlich noch sehr viel kommen, weil der gute Mann ja auch in absehbarer Zeit dann umzieht. Und er geiert. Und ich geier, ja. Das ist leider echt so. Bei mir wird es vielleicht die ein oder andere Anschaffung auch noch geben. Unser neues Büro wird eingerichtet. Da werden wir bestimmt auch die ein oder andere Sache von erzählen, ein paar Live-Updates geben. Deswegen lohnt es sich tatsächlich für die ungefähr 40%, die jetzt noch dran sein sollten, auf Instagram vorbeizuschauen. Da kriegt man nämlich immer das beste Behind-the-Scenes-Material. Absolut. Und wer Fragen hat zum Thema Interior, wir sind weit weg davon, Profis zu sein, aber wir, wie ihr merkt, sind relativ hyped, was das Thema angeht und beschäftigen uns seit einigen Monaten immer mehr damit. Und Vince hat ja auch, möchte an dieser Stelle nochmal erwähnen, wirklich diesen Geistesblitz gehabt, schon, ich weiß nicht, wie lange es her ist, 2 Jahre, vielleicht 1,5, 2 Jahre. Und da haben wir ja schon, da hat er das Next Big Thing Video gemacht, was ist das nächste große Ding in der deutschen Fashion-Lifestyle-Bubble, sage ich jetzt mal. Und man merkt immer mehr im Alltag, dass die Leute immer mehr auch auf das Thema Interior gehen. Es ist einfach richtig. So. Ich habe, seitdem ich dieses Thema bewusst angehe, merke ich das immer mehr. Ich finde es schön, es ist geil, es ist eine gelungene Abwechslung zum Thema Mode oder Sneaker oder was auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten, es gibt nicht nur teure Sachen, es gibt günstige Sachen. Da gehen wir auf jeden Fall in den nächsten Monaten in einigen Videos mehr drauf ein, weil wir haben Bock auf den Content. Ihr habt scheinbar ja auch Bock, weil viele sich das gewünscht haben. Das wollte ich an dieser Stelle nur loswerden. Wenn ihr so lange Fragen oder Vorschläge habt, was wir für Videos zum Thema Interior machen können, gerne in die Kommentare. Klasse, Freunde, das war's. Ich habe gar nichts mehr zu sagen. Haut rein, schöne Restwoche noch. Wir küssen doch eure Herzen und Augen und auch vielleicht das ein oder andere Stuhlbein. Ich werfe den Hut. Gut.